Wenn ihr eine Parabel gegeben habt, also die Funktionsgleichung einer Parabel, sowas wie x² plus 2x plus 1, und dann herausfinden sollt, wo der Scheitelpunkt dieser Funktion liegt. Also das hier ist ja eine quadratische Funktion, also irgendeine Parabel, die so aussieht oder so aussieht. Und gesucht ist dann immer dieser Punkt hier oben, der sogenannte Scheitelpunkt oder der Punkt hier unten. Und man kann da immer quadratische Ergänzungen machen. Das ist gar kein Problem, das ist halt nur immer ein bisschen aufwendiger. Deswegen gibt es da eine Möglichkeit, mithilfe der Nullstellen, wie ihr da ab und zu auch ein bisschen schneller drauf kommt, diesen Scheitelpunkt zu finden. Und ihr habt da nämlich genau drei Fälle, die passieren können. Der Fall 1 ist, ihr habt eure Parabel hier und die schneidet die x-Achse zweimal. Wenn ihr also die Nullstellen berechnet, dann bekommt ihr den Fall, dass ihr zwei Nullstellen bekommt. Die Nullstellen könnt ihr berechnen mit Hilfe der PQ-Formel. Einfach da oben die Gleichung gleich 0 setzen, diese komplette Gleichung gleich 0 setzen und dann könnt ihr die PQ-Formel anwenden und dann sagen wir, wir sind in dem Fall, dass ihr zwei Nullstellen rausbekommt. Dann liegt der Scheitelpunkt natürlich bei Parabeln genau in der Mitte, also hier oben. Und wie ihr diese Mitte bekommt, ist je nachdem, was ihr als Nullstellen rausbekommt, sagen wir mal, ihr bekommt 9 und 13, dann liegt dieser x-Wert eures Scheitelpunkts genau zwischen 9 und 13, also bei 11. Das ist also eure x-Stelle, also euer x-Wert ist 11 und den y-Wert, dieser f von x-Wert, den könnt ihr dann ausrechnen, indem ihr diesen x-Wert da oben überall für x einsetzt und dann ausrechnet, was rauskommt. Sagen wir mal, es kommt 15 raus, je nach Funktionsgleichung, hier oben ist das natürlich immer anders und dann wäre euer Scheitelpunkt der Punkt 11 von der x-Koordinate und der Punkt 15 von der y-Koordinate. Das kann man also machen, wenn man zwei Nullstellen rausbekommt. Ein anderer Fall ist, ihr bekommt nur eine Nullstelle raus, wenn ihr da oben die Gleichung gleich 0 setzt. Da wären wir dann bei dem Fall, wenn das hier jetzt mein Koordinatensystem wieder ist. Eine Nullstelle bei einer Parabel bedeutet, ihr habt entweder so eine Parabel oder so eine Parabel. Und ihr bekommt dann jeweils nur eine Nullstelle raus. Und dann ist der Scheitelpunkt gleich dieser Nullstelle, die ihr rausbekommt. Wenn ihr also die PQ-Formel anwendet und dann bekommt ihr als Nullstelle x gleich 3 raus, dann ist das schon euer x-Wert für euren Scheitelpunkt. Der Scheitelpunkt ist dann also 3 und eben vom y-Wert 0, weil es ja eine Nullstelle ist. Das passiert also, wenn ihr eine Nullstelle habt. Und der schlechteste Fall, da funktioniert das Ganze nämlich nicht mit den Nullstellen. Wenn ihr nämlich keine Nullstelle rausbekommt, dann sieht eure Funktion ja irgendwie so aus, hier oben oder hier unten. Dann gibt es nämlich keine Berührung mit der x-Achse. Dann könnt ihr diese schnelle Art nicht anwenden. Dann müsst ihr quadratische Ergänzungen verwenden, um das Ganze dann in die Scheitelpunktform zu bringen. Zur quadratischen Ergänzung habe ich auch schon ein Video gemacht, könnt ihr euch anschauen. Ist ein bisschen komplizierter als das direkte Ablesen hier, aber diese drei Möglichkeiten gibt es und da seid ihr eigentlich ziemlich schnell unterwegs.